Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder! Let's go! Let's go, sagt Daisy, die zum allerersten Mal spielbar ist in diesem Spiel. Yeah, sehr freut sich schon. Und weil wir das letzte Mal die erste Welt abgeschlossen haben, können wir jetzt zum Haus des fleißigen Fischers. Let's go! Und danach zur zweiten Welt. Was ist denn hier passiert? Ach, seit dieser gemeine Kerl hier ist, beißen die Fische nicht mehr. Was soll ich denn jetzt noch angeln? Ah, das denke ich gut. Wir müssen helfen. Keine Sorge, wir sind auf einer Reise, um Bowser aufzuhalten. Ist er fort, kommen auch die Fische wieder. Wirklich? Ihr denkt, das klappt? Hast du eine Pokémon-Route? Oh, wenn ich nur dran denke, stehe ich schon in voller Blüte. Bitte, ich möchte auch helfen. Nehmt diesen Wundersamen. Den habe ich vor langer Zeit an Land gezogen. Ist er nicht einfach hübsch? Ich finde es toll, wie die Wundersamen in jeder Welt eine andere Farbe haben. Echt? Oh, nett. Gut gemacht! Letztes Mal haben wir ein Abzeichen bekommen, dieses Mal kriegen wir Wundersamen. Warum auch nicht? Ding. So, und das hier scheint wohl laut Map die zweite Welt zu sein. Ne? Ah ne, wir sind nur noch in den Blüteninseln. Hier, Gesamtkarte. Ja, wir sind noch in den Blüteninseln. Hier gibt's auch Level. Okay, was zählt denn das hier? Zählt das hier dann vielleicht jetzt? Zweite Welt oder so? Ich weiß es nicht. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Machen wir Abzeichentest. Delfin Kick 1. Denn hier kriegen wir scheinbar eine neue Ability, die wir auch gut gebrauchen können in den nächsten Leveln. So, verlierst du keine Versuche, selbst wenn etwas schief geht. Oh, cool. Abzeichentest. Delfin Kick. Drücke unter Wasser R oder schüttel den Controller, um einen kurzen Geschwindigkeitsschub unter Wasser zu erhalten. Ja. Nice. Das ist ja wie mit dem... Ist es nicht genauso wie mit dem Dingspilz? Nee, mit dem Pinguin-Suit, genau. Komm. Schneller. Schneller. Da ist ein Starcoin. Oder eine 10er-Münze. Komm schon. Okay, eine haben wir. Ich glaube aber nicht, dass ich schnell genug bin für die anderen. Wir können aber unendlich lang hier atmen, wie es scheint. Spam! Spam! Komm, Abkürzung, Abkürzung! Ja! Okay, wir haben die zweite. Jetzt fehlt nur noch eine. Und ich frag mich, wo die sein wird. Ich hab sie gesehen, ich hab sie gesehen! Verdammt! Boah, muss man schnell für die sein. Ob ich das jetzt noch schaffen kann? Wir versuchen es auf jeden Fall! Denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt, so sagt man doch. Ah, schade. Ach. Ja. Leider nicht erhalten. Kann ich nochmal neu starten, das Level? Neu starten. Jo, ist okay. Ist okay. So, diesmal. Ja, diesmal kann ich's. Und go! Muss wahrscheinlich perfekt schwimmen. Nicht einmal abstoßen an der Wand. Du, 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 du. Und versuchen, Abkürzungen zu nehmen. Das müsste eigentlich auch die Lösung sein. Ja, komm, ich hab's doch was. Komm, 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 komm. Yes. Okay, das war die erste. Aber das ist ein cooler Parcours. Das ist auch gar nicht mal so einfach, also Schwierigkeit wird hier auf jeden Fall mal geboten. Okay, gut, 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 gut. Weiß nicht genau, wo lang. Ich weiß nur nach rechts. Ja, ja, okay, Abkürzung genommen, Abkürzung genommen. Ja, komm. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Safe, 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 safe. Wenn sich einmal... Haha, doch. Wunderbar. Okay, nice. Das Kleid ist auch ein bisschen nass geworden, aber das stört Daisy wenig. Ich überlege gerade. Nee, Daisy war wirklich noch nicht spielbar. Danke. Yay, wunderbar. Wuhu. Jetzt brauchst du erstmal eine Daisy-Flagge. Yippie. Bye bye. Anfangs, als das Spiel noch nicht rauskam und man nichts von den Abzeichen wusste, habe ich gedacht, dass Mario und Luigi die gleichen Fähigkeiten haben, Peach und Daisy die gleichen Fähigkeiten und die beiden Toads, aber nein, so ist es nicht. Aber passt auf jeden Fall zusammen, alle. Toll gemacht! Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich das anlegen? Yo! Es scheint nämlich Wasserlevel zu sein. Und die machen wir direkt nochmal. Im Territorium der Sandhechte. Oh yeah!
Die Sandhechte? Drücke während des Wandrutsches B, um einen Wandsprung durchzuführen. Wandrutschen. Hi. Ja, in Ordnung. Ich bin... Oh ne, mir geht's sogar ganz gut eigentlich, weil ich dieses wunderschöne Spiel will. Ja. Wunder, ne? Egal. Was soll's. Bam, bam, bam. Ich denke mal nicht, dass das hier Schaden macht. Oh Gott, wir werden ja erwartet, hab ich das Gefühl. Komm ich da runter? Wow! Okay. Der kleine Fratz, der macht uns da auf. Die Musik. Die Musik ist auf jeden Fall sehr interessant. Der lausche ich gerade heimlich zu. Ach, schön. Schöne Palmen alles. Ach, macht das Spaß. Ach, macht das Spaß, Freunde. Oh, jetzt Urlaub, ey. Jetzt ist wieder kühler, ne? Jetzt ist ein bisschen spät dafür, aber trotzdem. Ich find's auch lustig, das Spiel kommt kurz vor Halloween raus. Ob das was bedeuten soll? Ach was, ich kann... Oh, ich kann das gedrückt halten. Oh. Ah ne, ich kann es ein bisschen länger gedrückt halten. Okay, okay, okay. Got it. Ich muss nicht so oft neu starten. Okay, das war mein Fehler. Das war definitiv mein Fehler, aber ist nicht schlimm. Wir haben direkt eine neue. Was geht denn hier ab? Wir haben mittlerweile so viele Münzen, ne? Oh, Wunderblumen sehen jetzt auch anders aus. Cool. Boah. Habt ihr das gesehen? Oh, wir müssen da runter. Okay. Das ist nämlich dann irgendein Kirby-Boss. Okay. Da oben. Du musst es fressen, du musst es fressen. Hier, hier, Kumpel. Aua, egal, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Solange ich das habe. Okay, weg, 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 weg. Okay. Und, hau ab, hau ab. Item? Nein? Nee, Münzen. Oh, die brauche ich jetzt nicht. Wo ist er? Oh, er kommt hoch. Oh, der Cheep-Cheep, der. Ich hab ein bisschen Sorgen. Der guckt mich schon so an. Lecker, Daisy. Lecker Gänsefüßchen, aber nein. Keine Gänseblümchen, keine Gänsefüßchen. Beides sage ich nein zu. Kannst du bitte hochkommen? An dieser Stelle hier. Ja? Doch, 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 doch. Jetzt nicht sterben. Jetzt nicht sterben. Los, hol sie dir. I did it! Gut gemacht, Daisy. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ja, das war schon wild, ja. Da ging einiges ab. Und als Belohnung kriegen wir ganz viele Münzen. Aber hey, warte mal, wie uns fehlt. Uns fehlt noch eine Star. Eine Zehnermünze. Mann, muss ich mich doch dran gewöhnen. Nee, vielleicht kommt sie noch, vielleicht ist das Level noch gar nicht vorbei. Und ich weiß jetzt auch, warum man mit beiden Schultertasten auch eine Schaffattacke machen kann, denn ZR ist für Spin-Jumps und alles und ZL ist einfach nur, wie man dann unten drückt. Da, das ist ZL, das macht ZL, aber wenn man unten drückt. Was zum... Uns fehlt wirklich einfach... Der Sound ist lustig, aber uns fehlt einfach noch was. Okay. Ja, dann. Ja, Leute, dann muss ich doch nochmal das Level neu machen. Und die letzte Zehnermünze suchen. Ja, die muss irgendwo am Ende sein. Hm. Da muss ich mal schauen. See ya! Bye bye! Oh man. Yeah! Wir schwimmen und singen, dass sie die Ohren klingen. Alles klar. Mach doch das mal. Das sind Stacheln. Ach verdammt, ich wusste nicht, dass das Stacheln sind. Also hier war der Checkpoint. Das heißt, ab hier müsste es eigentlich irgendwo sein. Wait, what? So eine Stachelrank haben wir noch nie gesehen. Scheinbar geht das durch den Strom. Wow. Ich habe nur gerade oben diese Lücke gesehen. Dachte mir so, hm, das ist wahrscheinlich nichts, aber ich kann trotzdem mal nachschauen. Doch, da war was! Und jetzt Money!
Das ist natürlich auch was für uns. Na komm. Na komm. Yay! Geschafft! Yippie! Ach, sind wir gut, oder? Was ist eigentlich, wenn wir die nicht nehmen, die Wunderblume? Was ist, wenn wir die jetzt einfach ignorieren? Was passiert dann? Das will ich jetzt mal herausfinden. Wir können ja theoretisch auch einfach dran vorbeischwimmen, oder? Wo war die denn nochmal? Ach, ich bin jetzt einfach dran vorbei. Oh, nett. Okay. Ja, als erstes Wasserlevel. Macht auf jeden Fall seinen Eindruck. Oh, und da habe ich jetzt... Ich weiß auch, was das Problem ist. Ich habe nämlich ZL gedrückt. Egal. Ich hoffe, ich brauche nicht in jedem Level die goldene Flagge, weil sonst... Da habe ich ein Problem. Aber trotzdem versuche ich mal. Yay. Okay, sehr interessanter Screenshot. Danke, Spiel. Spiel online. Hier, eine spannende Lektion. Wechsel doch mal in den Online-Modus. Ich existiere in vielen Orten. Also spiel mir einfach an, wenn du den Online-Modus wechseln möchtest. Wenn immer du dich mit mir unterhalten möchtest, kann ich dir gute Tipps zum Online-Spiel geben. Wenn du den Online-Modus wechseln möchtest, geht das einfach ins Menü und drücke Plus. Okay. Ja, vielleicht mache ich es sogar. Okay, wir werden es machen, aber jetzt noch nicht. Vielleicht in der nächsten Folge oder so. Ich muss noch mal schauen, wann ich es mache. Aber wir werden es auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Und jetzt... Blop. Blop. Machen wir den erstmal weg. Und gehen in das Level Meereshöhle der Stibitzkes. Stibitzkes? Das hört sich nach etwas zu essen an. Halt einen Panzer mit Y. Das geht unter Wasser. Und hört die Schwimmtempo. Richtig. Und... Wichtig, da kommen wir nicht hoch? Okay. Oh, da unten ist direkt die erste Starcoin. Gut, dass ich das schon gesehen habe. Gott, was bist du denn da? Hilfe. Hä, hey, wie kommen wir denn da lang? Ach, Röhre. Okay. Die Musik ist einfach genial in dem Spiel. Kann ich da rein? Wenn ich mich nicht schlecht anstellen würde, bestimmt. Ja! Man kann gegen den Strom schwimmen, nur mit dem Abzeichen. Also es ist ein Muss. Aha! Aha, danke! Ich hab gefunden! Ich frag mich, ob wir den irgendwie mitnehmen können. Weil es war ja gerade die Rede von Cooper-Panzern. Oh, da will ich die Bitzkes und die kann ich wohl nicht wegdashen. Schade. Schade aber auch. Ich will mal wissen, wie die Feuerblume aussieht. Ich hab mich nicht so oft treffen lassen. Ja, das sehe ich mir auch gerade. Wow! Nein! Oh! Kann ich da rein? Kann ich da rein? Nein. Hat nicht geklappt jetzt. Egal. Dann halt nicht. Gib her. Münze? Ich brauche keine Münzen. Wer braucht denn hier schon Münzen? Ich doch nicht. Weiß ich nicht. Probier doch mal aus. Kannst du mal in den Mund nehmen und mir sagen, wie es schmeckt? Bom. Hä? Mit? Da war ein Powerblock. Den durfte ich jetzt nicht mitnehmen. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Folgen. Oh. Hi. Oh nein. Oh, diese Iglus. Die sind böse. Die stellen sich immer in den Weg. Okay, zweite Starcoin. Zinnermünze. Ah, verdammt. Oh Mann. Aber die Zinnermünzen erinnern mich total an, an Mario Maker. Da benutzt man Zinnermünzen auch als Starcoin. Das ist voll cool, dass sie das hier auch haben. I like that. Das ist auch mal was anderes, nicht immer Starcoins. Warum nicht? Stört doch nicht. Und ist mal eine Abwechslung. Und schaut euch mal Daisy an dem Feueroutfit. Schon schick, sag ich mal so. Und da drunter? Oh, wir können hier runter. Bin ich ja ganz unten. Da wo es schwarz wird, da sehen wir dann noch schwarz. Dementsprechend. Da ist ja gar nichts. War jetzt nur für die Münzen? Na gut, wenn man sie unbedingt braucht, I guess. Hm? Kommen wir nicht hoch? Weißt du, wo die Wunderblume... Oh. Okay, jetzt müssen wir da runter. Na komm. Na komm. Beeil dich. Ich hab nicht ewig Zeit. I don't have all day. Oh, das ist ja die Wunderblume. Wow. Okay, was ist das jetzt über uns? Nein. Hier ist was. Ah, der muss dann nur drüber. Okay, ich dachte, ich muss einen Schaffner da gemacht. Nee. Wow, verdammt!
Okay, ich muss mich besser treffen lassen. Besser nicht treffen lassen. Ich sehe auch erst jetzt, dass das hier Punkt 1 Münzen sind. Sehe ich erst jetzt, tatsächlich. Oh, der arme Cheep Cheep. Die arme Daisy! Boah! Verdammt, das wäre knapp. Das hätte ins Auge gehen können. Warte, da muss ich runter, da muss ich runter. Letzte Coin. Für die waschechte letzte Coin. So, hoch. Wo hoch? Weiß ich nicht. Ich guck mir das mal um. Okay, das hier ist für den normalen Weg wahrscheinlich. Wenn man nicht die Wunderblume nimmt. Du sagst nach oben. Achso, du bist nur Münzen. Okay. Ja, dass nach oben muss. Habe ich auch schon gecheckt. Boah. Boah. Bin zu schnell. Boah. Hä, was ist jetzt passiert? Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Das ist... Oh yeah! Wow! Regenbogen, Regenbogen! Was passiert hier? Hilfe, ich sterbe doch! Du bist der Klatschnass? Ja, ey. Ich weiß gar nicht, was ich durchmachen musste, Mann. Okay, da ist nichts. Einfach ins Ziel, komm. Ich muss mich mal abtrocknen. Zu viel Badespaß, ohne Badeanzug sogar. Oh Mann! Oh Mann! Yay! Lolli Daisy hat's mal wieder hingekriegt. Und bye bye. Ah, ja. Screenshots sind manchmal ziemlich langweilig, muss man sagen. Habe ich denn noch alles? Ich weiß gar nicht, ob ich alles habe. Was ist denn jetzt? Hey, uff, da habe ich ja richtig Angst bekommen. Von Vögeln halte ich mich meistens fern, weißt du, ich bin ja Raupe und so. Jetzt könnte ich wirklich eine Pause brauchen. Was mit einem Einkaufsbummel? Ich habe gehört, dass der Laden hier ein hilfreiches Ausrufezeichen-Blockabzeichen verkauft. Denk immer daran, wenn du ein neues Abzeichen verwenden willst, drücke einfach R und ich helfe dir. Oh, das brauchen wir. Das brauchen wir. Hier, doch, haben wir alles. Weiß zwar nicht, was da oben gab mit den Vögeln, aber okay. Was, Phantome? So spannend, ich kehre als Phantom zurück. Also ein Level mit einem Fehlschlag kannst du als Phantom zurückkehren. Phantome werden sofort wiederbelebt, wenn du einen anderen Spieler berührst. Oder Standys berührst. Und wenn dich jemand rettet, drücke X und schicke ihm einen Gruß von Dank. So haben alle gute Laune. Okay, danke für die Lektion. Wieso kriegen wir hier nichts? Kein Level, kein nix, kein gar nichts. Nein, gar nichts. Guck kurz. Ob wir auch alles haben. What? Hier steht, dass wir ein... Ach so, die goldene Flagge, oh, die muss man wirklich erreichen im Level. Ich muss die hier wirklich noch erreichen. Das hole ich nach. So, du bist der Shop? Ja, bei uns blüht jeder Kunde auf. Unser aktuelles Ausrufezeichen-Block-Angebot ist gerade besonders gefragt. Und keine Sorge, das ist kein Chance-Time. Oh, dann brauche ich es auf jeden Fall. Ausrufezeichen-Block erscheinen. Die Level erscheinen Ausrufezeichen-Block, auf denen du stehen kannst. Manche erhalten noch Items oder erfüllen einen anderen Zweck. Secret Access. Deshalb kaufen wir uns den. Und natürlich auch ein wundersamen, weil warum nicht? Ding. Und ein random Standy. Wir kriegen. Was? Oh mein Gott, Lakitu. Nein, Spaß, aber was ist mit Yoshis Mund, Alter? Oh mein Gott. Komm, noch ein. Ah, Toadette in der Pose. Und. Einen noch. Seifenblase durch. Oh, Spoiler. Och, Spoiler. Och, Mann. Sorry, Mann. Kann nichts für. Ja, ich verzeihe dir. Das weiß sowieso schon jeder, wer den Trailer und Direct alles gesehen hat. Hoch hinaus mit den Fallschnäbeln. Was für ein Schnäbel? Wechsel mal unseren Ding zu den Ausrüstungsblöcken. Vielleicht ist ja auch was. Achso, Wahl des Prinzen. Was sagt denn der Prinz? Das? Oh, dann brauchen wir es hier vielleicht noch. Sammle Wundersamen. Ja, I know. Warte, was? Wow! Oha, cool! Sein Schnabel breitet sich aus. Und bricht dann irgendwann ab. Das ist eine sehr coole Idee. I like it. I likey likey. Achtung! Ah, da muss ich lang, da ist noch was. Komm, mach nochmal. Danke. Kurze Sprünge. Nein, falsche Richtung. Nein. Warte, respawnt er wieder, wenn ich weiter weggehe? Also, sprich, sowas mach? Komm, Kumpel, brauch dich. Danke.
Ich hoffe, er respawnt wieder. Ja! Tut er! Zumindest der Panzer. Okay. Oh, die erste 10er-Münze. Da haben wir sie auch schon. Ah, das hat er echt klug gemacht jetzt mit dem Ziel. Ja, mach das mal. Na gut, wenn du das sagst. Hast du respawnen nach einer Zeit? Hast du es gesehen? Jetzt einfach wieder respawned. Alright. Da links könnte was sein, aber ich lasse es erstmal. Ich glaube nicht, dass da was ist, aber es könnte was sein. Nein! No! Ich habe es gerade gesehen, als ich gesprungen bin, aber das brauche ich noch gar nicht. Immer das hier. Und man kann. Ich weiß nicht, ob es immer so bleibt, aber man kann im Moment nur ein. Oh, was? Ein Abzeichen jeweils immer aktivieren. Ja, diese Ausrufezeichenblöcke sind sehr nützlich, vor allem für nicht so gute Spieler. Aber auch für. Wann ist Power-Up? War es hier? Ja. Danke. Sweet. Und nicht sour. Kein Sweet and Sour. Ja. Aber wie bei den manchen Leveln brauchen wir das für neue Areale. Und deshalb ist das gut, dass wir es jetzt haben. So, hier bin ich gestorben, glaube ich, oder? Und was weiter oben? Ah, nee, hier, genau, hier war es. Ja, jetzt wäre ich hier beschützt. Oh Mann. Aber ey, ich muss es ja mal ausprobieren. Also ist nicht meine Schuld, dass das Spiel es mir genau jetzt gibt. Ich nehme dafür keine Verantwortung. Sondern hier. Ist das eine grüne Röhre? Das war ja wild. Okay, entspann dich mal. Oh Mann! Du, du, du! Was geht ab, Kumpels? Lass euch mal in Ruhe. Was ist denn nur. Hä, was macht die goldene Röhre dann? Ja, hallo! Und was? Aber ich dachte, die goldene. Hey. Ich bin grad. Ich bin grad verwirrt. Pass doch auf! Oh, da haben wir sie! Boah, lilanes Kleid mit Gelb. Das sieht schön, schön aus. Echt hübsch. Wir können blasen. Und die Gegner werden besiegt. Das ist wieder Baby Yoshi, der Blaue. Aus NSMBU. Also nichts komplett Neues. Aber trotzdem cool. Ah, cool. Das ist wie Mario Maker. Ja, nehme ich auf jeden Fall mit. Ich muss aber echt sagen, von allen neuen Power-Ups finde ich, dass die Seifenblasenblume echt langweilig aussieht. Ich finde, man hätte sie noch ein bisschen schöner designen können. Alles in allem ist natürlich cool, aber ich finde einfach, man hätte sie ein bisschen cooler darstellen können. Das will ich damit sagen. Ne? Aber was soll's. Zum Teil sehen halt der Pilz, den wir noch nicht gesehen haben, und die Blume ein bisschen auch aus wie gemoddete Power-Ups, finde ich. Was geht jetzt ab? Oh mein Gott, Seifenblasen überall! Whee, whee, whee. Yeah, yeah, er freut sich auch. Yeah, yeah. Ja, wir haben es verstanden. Wow! Wir kriegen kein Damage von denen. Aber ich kann euch Damage machen. Oh yeah! Das war gerade die Definition von Fun. Oh yeah! Ich muss wieder runter. War zu weit nach oben. Yeah! Und zwar so richtig. Schön geputzt. Mist. Nein, warum? Ich bin das gewohnt, aus irgendeinem Grund bin ich es gewohnt, immer beide Knöpfe zu drücken. Ja, ich muss das neu machen. Verdammt! Egal, war ich ausgeliehen. Müsst ihr nicht sehen. Also, das Spiel hört gar nicht auf, spaßig zu werden. Unfassbar. Das ist krass. Also, was soll ich sagen? Ich bin erfreut. Ja. So, aber die. Max. Ich weiß, dass Max auf jeden Fall Daisy sehr, sehr liebt. So, ich weiß auf jeden Fall, dass du verschwinden musst, Kumpel. Oder halt. Nee. Neuer Sound. Oh. Welt 2. Nee, das ist einfach nur eine Overworld mit Leveln.
Sehr interessant. Na gut, dann geht's halt jetzt zur Welt 2 Wölkchengebirge. Dup, 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 dup. Es gibt schon mal 6 Welten. Ich weiß noch nicht, ob es noch mehr gibt. Hehehe, diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir. Ah, sag mir bitte nicht, dass Bowser Jr. jedes Mal der Boss ist. Weil Koopaling hat nicht zumindest andere Movesets. Boah! Boah! Wow! Ich bin gerade echt erstaunt, das sieht geil aus. Oh, ich hab Bock. Vor allem hier unten so schnell alles. So, wir sind im Wölkchengebirge angekommen. Am Gipfel wird es einen Königssamen geben. Boah, das wird keine einfache Reise für mich. Mir wird's auch so schnell kalt. Ach ja, vergiss nicht, dass du dich jederzeit orientieren kannst, wenn du L drückst. So, jetzt aber los. Ja, mit der blauen Blüte oben. Boah, schaut euch mal diese View an. Wow. Einfach wow. Hütte am Fuß des Wölkchengebirges. Ah, da kriegen wir was geschenkt. Ah, da bin ich auf jeden Fall dabei, du. Da bin ich dabei. Bei Geschenken bin ich immer dabei. Hier ist es so kalt. Hallo, Prinz Florian. Willkommen im Wölkchengebirge. So mutige Wanderer als ich. Bisschen schwindelerregende Höhenwagen. Am Gipfel ist es besonders schön. Der perfekte Ort, um laut ins Tal zu rufen. Das gibt ein tolles Echo. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter dort herum, also sollte man den Gipfel besser meiden. Wir sind verzweifelt. Bitte befreit unseren Berg. Ich gebe euch auch diesen Wundersamen. Bitte, bitte. Nicht mit uns. Natürlich helfen wir. Ich denke, es ist wieder dieser Bowser Jr., der überall sein Unwesen treibt. Klettern wir bis hoch zum Gipfel und holen wir uns diesen Berg zurück. Und den Königssamen natürlich auch. Ja, ist doch gut. Ah, diesmal sind die blau. Also hellblau. I did it. We did. We did. Ja, was haben wir getan? Who knows? Brumm. Brumm. Boah. Wie es hier aussieht. Brr. Ah, ist das frustrierend? Das hat dieser Donut-Ruhestift angerechnet und dabei wollte ich doch noch etwas höher klettern. Ich wollte so gern bis da ganz oben und jetzt, pah, kann da nicht mal jemand etwas unternehmen? Born übrigens immer die von der jeweiligen Welt, dem jeweiligen Bereich. Also hellblau jetzt hier zum Beispiel. Ich will wissen, was das hier ist. Suchtrupp, Rätsel der Verstecke. Das will ich wissen. Das mache ich jetzt. Als Abschluss. Das sind besondere Blöcke, die nur da sehen. Ja, generell, die nur Charakter sehen können. Suchtrupp. Finde alle versteckten Wundermarken. Wenn du sie allein nicht findest, suche zusammen mit Freunden. Okay. Ja, hallo. Also hier kann man jetzt was suchen. Wow. Wow, was? Nabbit? Aha. Oh. Eins habe ich gefunden. Boah, das ist interessant. Okay, hier wird man komplett aufgeladen. Das ist nämlich ein bisschen so ein Mario Maker Level, oder? Das könnte voll das Mario Maker Level sein. Oh Gott, das ist aber ein längeres Level, ne? Na gut, wenn das gedacht ist, mit Freunden abzuchecken, dann überlege ich das vielleicht. Oh, warum hat sie so eine Wario-Mütze? Was zur... Okay. Ich habe aber schon die nächste gesehen. Verdammt. Und welche im Hintergrund habe ich auch schon gesehen. Ach komm. Das kann nicht dein Ernst sein. Wie willst du denn da sonst rankommen? Ah, warte. Ich versuche einmal mit Anlauf. Aber ich glaube, man muss das wirklich zu zweit machen, das Level. Such mit Freunden war ja die... Der Text. Ja! Erwischt. Ja, das war der letzte. What? Wie geht's denn hier weiter? Oder kann ich hier doch rein? Doch, hä? Ich hab's vorhin versucht. Ich schwöre es euch. Nein, ist auch geil. So. Was ist nur eins? Mhm. Boom, boom, boom. Okay, zwei fehlen noch. Da unten? Oh, ich dachte, sterbe ich. Nein, zum Glück nicht. Hier ist kein Tod. Hier ist das vierte Ding. Okay, das fünfte kann gar nicht weit vom Spawn weg sein. Vielleicht direkt am Anfang? Nee, wo bin ich denn jetzt? Achso, ich bin wieder unten, ja. Warte, kann man hier noch irgendwo weiter unten reinreisen? Von da kamen wir? Nee. Kann ich irgendwo springen für einen Block? Nee, bringt ja auch nichts, oder? Hä? Das könnte was bringen. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich finde nichts. Ja, hallo. Ah ja, mit den Seifenblasen kann man übrigens auch... Oh, was? Okay, bei Yoshi.
Ach so, ja, okay. Ja, auf die kann man auf jeden Fall drauf springen. Hätte ich eigentlich von machen können hier. Ist mir gerade jetzt erst eingefallen. Hä? Was zum. Okay. Ach so, die jeweiligen Characters können die Blöcke halt in ihrer Nähe dann schon entdecken. Ich als Daisy kann halt. Hä, was? So soll man da rankommen an den hier? Ist halt mega lame. Ja, toll. Ich dachte, ich hätte jetzt die Rätsellösung gefunden. Nee. Nee. Keine Ahnung. Bro, was? Ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Und jetzt. Warte. Okay, das ist auf jeden Fall die Lösung. Ich wusste, es ist hier. Ich muss jetzt hier jeden Zentimeter abchecken. Ob da was ist. Oder nicht. Komm schon. Oh, da! Gelber Toad. Ey, ihr wisst gar nicht. Ach Gott. 10 Minuten oder so saß ich jetzt hier dran. Bin rumgesprungen. Hab alles nochmal abgecheckt. I did it! Beim nächsten Mal didn't wir noch viel, viel mehr. Also seid gespannt, seid dabei. Bis dann und ciao, Freunde! Die Musik ist schön.